Servus Leute, schön, dass ihr wieder zurück seid zum neuen Video. Heute habe ich auch einen speziellen Gast bei mir, und zwar den Steve. Yo, was geht? Jawohl. So, und wir sind gerade unterwegs in die Altstadt. Da gehen wir was essen, treffen wir ein paar Leute und ja. So, ich drehe heute mit einer neuen Kamera. Ich probiere das heute ein bisschen aus. Die gehört eigentlich Steve, aber der hat es mir heute ausgeborgt. Aber ja, gefällt mir gut. Was machen wir noch heute Abend? Ach ja, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und heute ist ein richtig, richtig geiles Battle. Und zwar das Castle Battle. Das ist ein All-Style-Battle, also kann man jeden Stil tanzen. Und ich habe da letztes Jahr gewonnen. Und ja, jetzt muss ich meinen Titel verteidigen. Sonst bist du out. Sonst bin ich out, genau. Sonst habe ich meinen Titel verloren und das wäre echt scheiße. Deswegen muss ich mich heute richtig gescheit reinhauen. Und ihr seid heute live dabei, okay? So Leute, kennt ihr eigentlich schon die Geburtsstätte von Mozart? Wir stehen gerade davor. Ja, da ist er geboren, da hat er gekackt, da hat er gelernt, alles mögliche. Und ja, wir warten jetzt noch auf Typhoon und dann gehen wir was essen. Ja. Liebe Freunde, wir sind hier wieder zurück und zwar in meiner Bude. Stevie ist auch am Start. Und wir haben jetzt eine coole Tour durch Salzburg gehabt und jetzt haben, ja, schneiden wir noch ein bisschen, kommen ein paar coole Videos hoch und ja, und dann machen wir uns fertig fürs Battle. Wir sehen uns gleich. Ja. Ah ja, genau, ich habe noch was vergessen zu sagen und zwar haben wir so eine kleine Hommage gedreht. Und zwar, jeder kennt KS-Freak oder Krabi, oder? Und dann mal gedacht, ja, so ein bisschen Werbung fürs Battle. Schaut es euch einfach selber an. Viel Spaß damit. Yo, Leute! So, wir sind jetzt in Johnny's angekommen. Wir sind jetzt am VIP. Es sind schon richtig coole Leute da. Genau. So, ich zeige euch gleich mal den Club. Yo Leute, so, wir chillen jetzt dann gerade im Business Backstage. Es hat alles ein bisschen Verspätung, alles sind chillig drauf. Und ja, ich werde einmal vor kurzem mal erklären, wie das Ganze so abläuft. Und zwar, wir haben drei Judges, die werden das alles bewerten, was wir so machen. Für die Leute, die kein Englisch können, das sind die Juries. Dankeschön, Steve. Genau. Und ja, wie das bewertet wird, und zwar, die haben so eine App, so ein Tablet. Und die werden das dann mit so einem Regler, können sie dann entscheiden, entweder war die Seite besser oder die Seite besser. Und dann sieht man durch die Farben, rot oder blau war dann besser. So Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es sind richtig coole Leute da, richtig starke Leute auch. Und ich muss auch richtig reinhauen, damit ich den Titelverteidiger noch halte. Oh Mann, ja, das wird schon klappen. Es ist ein All-Style-Battle. Ja, oder machen wir mal so, würde der Ju jetzt mit denen zusammen entsprechen, würde es gehen? Wenn Ju hier beim Battle dabei wäre? Ja, dann hätte Ju vielleicht nicht so viel Chance. Boah, Ju, hast gehört von die Kaffee, du musst wieder trainieren. Ja, ja, also Ju, das sind schon ein paar echt krasse Breaker dabei. Aber Gott sei Dank ist es ein All-Style-Battle. Ich kann Locking tanzen, ich kann Popping tanzen, ich kann alles tanzen. Und das ist mein Vorteil und ja, hoffentlich klappt das. So Leute, und zwar, das Battle fängt jetzt dann gleich an und die werden wir jetzt dann vorbereiten. Und da jetzt dann immer reden kommen und bei einer Sache bleiben muss, gebe ich jetzt an die Kamera ins Steve. Und ja, habt Spaß mit dem Video. Hey Leute, ich bin im Finale, ich habe es geschafft, aber jetzt dann kommt der härteste Teil. Ich habe einen richtig schweren Gegner
Der ist aus Innsbruck, gegen den habe ich auch schon mal gebattelt und auch schon zusammen gebattelt. Und ja, aber drinnen ist so stickige Luft, alle rauchen drin und ich kriege fast keine Luft. Ja, es geht in 5 Minuten los und wünscht mir Glück. Ich hoffe, ich schaffe es. Drückt mir die Daumen. Alles klar, wir sehen uns. Let's rock. Zweites Mal gewonnen! Könnt ihr mich mal frei nehmen? Du Arsch! Ja, es war richtig, richtig knapp. Ich finde, ich habe es nicht verdient, aber naja. Entscheidung ist Entscheidung. Ich kann damit leben. Und ja, jetzt dann heißt es feiern. Wir sehen uns. Schönen Abend.